Ja, moin zusammen. Hey, die Geschichte der Enchanted Kingdoms geht weiter und wir starten direkt rein mit einem Wimmelbildspiel. Na, lass uns doch mal gucken. So, was haben wir denn hier? Okay, wir sollen verschiedene Dinge finden. Okay, ein Stück von der Krone, das fehlt hier. Können wir die schon aufnehmen? Ah, wir können die aufnehmen. Okay, gut. Ich liebe diese Dinger. Ja. Sehr gut. Ah, die finde ich klasse. Wenn ich sie dann auch finde. Okay, was haben wir noch? Du. Nee, warte mal. Ich würde da oben. Da fehlt noch einer, sehe ich. Aber. Doch, da ist er doch. Ist er hier? So, alles gut. So. Können wir irgendwas beiseite schieben? Oh, wir können es aber umdrehen. Ach, cool. Ich mag sowas. Ja, ich mag sowas echt gerne. Du kommst dahin. Du kommst hierhin. Du kommst vermutlich dorthin. Du kommst auf jeden Fall hierhin. Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Okay. Ah, da gibt es noch einen. Okay. Wow. Ja, klar. Vier. Ne? Vier Seiten und so. Sieht aber jetzt eher nach drei Seiten aus. Kann das sein? Du kommst dorthin. Und hier sind wir wieder am Anfang. Okay. Na denn. Yeah. Oh. Okay, Wirbelsäule. Naja, die geben wir ihm besser zurück, ne? Guck mal, er fühlt sich gleich besser. Ja, siehst du. Ah. Kleiner Schlüssel. Föhnsturm, Schraubenzieher, Föhne. Da hinten brauchen wir Explosives. Hier nicht, ne? Nee, da drin war das, glaube ich. Hier, da ist die Kiste. Ja, okay. Nehmen wir alles mit. Wow, was ist denn das da alles? Eine Vase und ein Hammerkopf. Wo kommen die denn rein? Was kann ich hier machen? Un für dich? Oh, tatsächlich. Okay. Thank you, mortal. You deserve the honor of helping me get revenge upon the demagogues who turned against me. But Was? first, I need you to help me regain my powers. Don't be afraid, it won't hurt. Much. Ach du liebe Zeit. Okay, cool. Ja, krass. Oh Mann. Oh nein, er führt uns in das Licht. Okay, wie kann ich das hier machen? So kann ich das dann machen. Okay. So. Jetzt dorthin. Kann ich auch hier schon mal? Nee, kann ich nicht. Okay, ich muss warten, bis der da vorbei ist und dann jetzt loslaufen. Okay. Mann, ja, es ist immer so, ne? Du hast. Nee, wir kriegen das auch so hin. Okay, so, guck mal. Ja, du hilfst jemandem und musst natürlich darauf vertrauen, dass der dich nicht hinters Licht führt. Ist so. Was jetzt? Achso, das nehmen wir mit. Gut, cool. Cool. Ist er noch hinter uns her? Bläh. Nichts wie raus hier, ne? Ja, Okay, gut, dass nicht mehr kaputt gegangen ist. Können wir mal kurz auf die Karte gucken, ob da noch irgendwas offen ist? Ist nichts mehr offen? In Ordnung. Na dann, hin zum magischen. You're too late. The preparations are complete and the Kinzels are about to return to their bodies. What? No, you can't! Wir sind im Würfel. Oh je, oh je, oh je. Jetzt, wo ich drin bin, finde ich einen besseren Weg, hier rauszukommen. Ja, allerdings. Oh meine Güte. Okay, wir haben irgendein Veränder mich da. Sehr gut. Du bist es, ne Pegasus. Ein geflügeltes Pferd, das immer gute Nachrichten überbringt. Ach, wie schön. Ja. Gut, okay. Hey, Leute. Das sind unsere vier Wächter. Was haben wir denn da oben? Irgendwas? Ich muss das Feld aufbrechen, um hier rauszukommen.
Mit der Pfeile. Nein. Mit nichts weiter. Was haben wir hier unten? Das nehme ich mit. Und hier sollen Federn. Das nehme ich auch mit. Wo sind denn die Federn? Hier soll es angeblich Federn geben. Hä? Bin ich blind? Offenkundig bin ich das. Hier sind noch gar keine Federn. Also hier in der Detailansicht. Vielleicht, wenn wir das Ding hier öffnen. Das mag sein. Bei so sehe ich jetzt erstmal keine. Na gut. Da drüben, was haben wir denn hier? Hier braucht es eine Kurbel. Hammerfragment. Oh, warte mal. Du kommst da dran. Okay, so. Eine Kurbel haben wir nicht. Mit dem Schraubendreher werde ich hier... Nein, ich muss mich konzentrieren. Natürlich. Dieses... Es ist einfacher, dieses... Ja, genau. Durchzufallen. Na, siehst du. Und da drin ist ein Hammer. Der Rest für den Hammer. So. Funk. Sehr gut. Okay, was ist das da? Perlen. Darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. So, ich werde nach dieser Form suchen. Natürlich werde ich das. Okay, und hier haben wir auch noch irgendein Dingelchen. Das fehlende Rahmenfragment. Kann ich denn hier oben schon mal drauf rumhämmern? Das war nix. Okay. Tja, ich muss das Feld aufbrechen. Aber womit mache ich das denn? Damit nicht. Hier unten brauchen wir die drei Teile. Zurück komme ich nicht. Warte mal, hier ist doch noch was. Ich kann nach oben gehen? Was, wenn ich das Eis loswerde? Oh, ach so, du meinst so? Ja, tatsächlich. Nicht schlecht. Gut. Guck mich nicht so an. Ich bin gleich wieder da. Ich suche hier einen Weg raus. Also. So, hier haben wir auch etwas. Eine Statue. Ja, welche war es? Diese war es, ne? Detektiv. Als edlere Kriegerin und Hauptmannin der Wache gründete sie eine eigene Gilde von Privatermittlern und verhinderte in einer... Ich kann nicht lesen. Und verhinderte in ihrer langjährigen Arbeit unzählige Verbrechen. Ich finde es auch irgendwie schön, wie hier die Rollen getauscht werden. Ne? So mit Magier, da wird eine weise Frau genannt. Detektiv als edle Kriegerin und so. Ja, finde ich gut, dass das hier so... Ich weiß, das ist eine Riesendiskussion. Nein, die wollen wir jetzt nicht anstrengen. Aber finde ich gut, wie das hier so einfach... so miteinander verwoben wird. So, da ist eine Stimmgabel drin. Und ein Code. Es wäre eine gute Idee, das aufzuschreiben. Ja, ich nehme an, dass ich mir das nicht extern notieren muss. Ne? Ich gehe mal davon aus. So, was haben wir denn da? Da braucht es einen Hermesstab. So, jetzt lass uns aber mal shoppen gehen. 5, das lohnt sich schon. Bücher für Fehlfedern, Minilabor. Da war doch irgendwas Teures noch da drin. Ne? Hier die Luke. Die nehmen wir jetzt mal. Okay. Cool. Jawohl. Und schon bin ich wieder blank. Na super. Wie kann ich das Glas schneiden, ohne mich selbst zu schneiden? Nun, mit der Gabel wird das nichts, ne? Oder? Nee, wir brauchen einen Diamanten. Oder so. Ja, naja. Hier. Hallo. Oh nein, ich könnte etwas gebrauchen, um das Wasser herauszuschöpfen. Ja. Oh, schöpfst du das Wasser denn so hin? Ich frage nur so. Einen Bleistift. Klasse, dass der hier rumliegt. Hier fehlt aber eine zweite. Der zweite Drache ist davon geflogen. Klar. Hier, das nehme ich mit. Und da fehlt ein Stück der Kette. Ich werde improvisieren müssen. Nicht mit den Perlen. Doch, mit den Perlen. Ich sag nix. Nee, ich sag lieber nix. Nee. Okay, so. Also, Pilzglocke. Okay, Pilzglocke, Motte, Kerze, Kristall, Feder. Pilzglocke, Feder. Pilzglocke. Brauchen wir den Handschuh? Brauchen wir nicht giftig dann noch? Zauberstab, Schnecke, Monokel, Reißzahn.
Wir haben ja ein Schneckenhaus, aber zählt das? Das zählt übrigens nicht. Handschuh, Monokel. Handschuh, doch. Handschuh, Monokel, Ölkanne. Nee. Gehen wir mal auf der Alraune, die liegt da einfach so rum, oh je. Gehen wir mal auf dieser Seite weiter. Da ist die Motte. Kerze, Kristall, Monokel. Monokel, Reißzahn, Zauberstab, Schnecke. Kerze, da ist ja die Schnecke. Zauberstab und Kristall. Das sieht schon kristallig aus. Ja. Zauberstab, das wird wohl der da sein. Gut, haben wir. Da ist ja der Ring. Ein Brilli-Ring. Jawohl. Gut, damit können wir hier drin rumfummeln. Psst. Yeah. So, und wo du hinkommst, das weiß ich auch schon. Er ist da oben aber nicht. Ist hier. Nee, sonst ist hier nichts. Oh, warte mal. Doch, hier ist was. Augenblick. Naja, noch nicht ganz. Kommt schon noch. Kommt schon noch. Halt. Was war das? Das ist. Gar nichts. Okay. So. Dich hier dran. Und nun. Ja. Okay. Was soll ich tun? Stelle das Bild wieder hier her. Platziere alle Fragmente dort, wo sie hingehören. Wähle ein Fragment aus, um es an eine beliebige Stelle zu verschieben. Ich nehme mal an, dass die Formen hier. Darauf hindeuten, dass nicht je alle Kombinationen. Ja, es sind nicht alle Kombinationen möglich. Okay, dich hätte ich hier hingesetzt. Und da weiß ich nicht. Ah, vielleicht stimmt das auch so nicht, wie ich das hier gerade mache. Ja, ist schon möglich. Nee, ich glaube nicht, dass das passt. Mm-mm. Nee, ich glaube nicht, dass das passt. Nee. Nee. Es braucht einen anderen Plan. Der hier kommt sicherlich irgendwo in die Mitte. Also er wird kommen hier. Obwohl, doch, das geht auch. Hä? Das geht auch? Das eröffnet weitere Möglichkeiten. Okay. Klar, irgendwofür müssen diese Aussparungen hier sein. Ich hatte jetzt erstmal damit gerechnet, dass die ineinander greifen müssen, ne? Aber wenn die Piekser auch nach außen gehen können, andere Situationen, wie zum Beispiel, dass hier kein anderer reinpasst. Doch, warte mal, der könnte da reinpassen. Ja, tut er. So, und hier unten haben wir Nüschte. Dann ist das also falsch. Gut, also, dann setze ich den nochmal nach unten. Mal gucken, ob wir ähnlich viel Glück haben zur Seite oder nach oben. Zur Seite geht. Nach oben. Ja, nee. Wir haben keinen Piekser hierfür, ne? Vielleicht kommt das ja auch so hin. Nee, stimmt, kann ich. Nein, schon gut. Nein, schon gut. Okay. Nee, ich würde mal sagen, dass das so nicht stimmt. Vielleicht doch eher hier. Du kommst dann dahin. Und du könnt. Nee. Nicht so wirklich, ne? Wir haben keine Piekser, die zu der Seite gehen. Das hier ist das einzige Dingelchen. Nee, halt, diese beiden sind die einzigen Dingelchen, die zur Seite gehen. Also zur linken Seite. Alle anderen, obwohl doch der da könnte es noch sein. Doch, ich nehme alles zurück. Okay. So. Wäre das möglich? Und der dann doch hier hin? Der passt dann aber da unten nicht hin. Hier unten passt keiner hin. Nein. Okay. Also irgendeine Kombination muss. Kann ich die eigentlich auch drehen? Nee. So. Doch, das passt. Guck mal. Das würde gehen. So. Ist die Frage, ob überall Piekser sein müssen, ne? Also ob hier zum Beispiel auch Piekser sein müssten.
Dann wird es nämlich wieder nicht klappen. Ja, weiß ich noch nicht. Nach unten ein Piekser, so wie der da. Hier vielleicht Piekser hin. Da Piekser hin. Und hier passt dann aber keiner hin. Nee, das passt nicht. Das passt tatsächlich nicht. Auch der da passt nicht. Nee. Ich schätze mal der. Was? Ach, da geht's nicht hin. Okay. Ja, verstanden. Angenommen, der kommt hier oben hin. Das geht nicht. Nee, das passt nicht. Nee, hier ist irgendwas noch nicht in Ordnung. So vielleicht? Und ja, nein, weil wir diese beiden damit nicht abgedeckt bekommen. Der ist es nicht. So auch nicht. Nee. Und irgendwie müssen wir den hier noch mit einfädeln. Wenn der eine nach unten geht, das würde passen. Hier könnte auch dieser dort sein. Dann könnte... naja. Nee, ist ein bisschen schwach. Funktioniert, aber... Nee, glaube ich nicht. Nee. Da auf jeden Fall nicht. Das kann es auch nicht sein. Wenn der hier ist, würde das funktionieren. Ach, dann passt der immer noch nicht dorthin. Der könnte hier hinkommen. Nee. Nee. Da könnte da hinkommen, aber der passt nicht hier hin. Knifflig. Knifflig. Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser hier falsch ist. Dass hier der hier hinkommt. Du dann dahin kommst. Und du dann hier hinkommst. Und du dann. Nee, nicht dorthin kommst. So knapp dran vorbei. Was ist denn, wenn du hier hinkommst? Ah, dann habe ich keinen mehr für hier unten, ne? Ja, verstehe. Das ist nicht gut. Und du, dich kann ich auch nicht hier. Nee, das bringt gar nichts. Aber ich denke, dass das hier schon ganz gut ist, so. Das passt auffällig gut, aber passt dann halt eben nicht zu dem hier. Also hier unten hin. Passt der da? Das hatten wir schon festgestellt, der muss hier bleiben. Sollte besser hier bleiben. Du kannst hier hinkommen. Nee, aber der passt da eben nicht hin. Der... Warte mal, was ist denn, wenn ich die so hinsetze? Nee, passt auch nicht. Ach, wegen diesem Piekser hier. Ich glaube, das hatte ich schon. Nee, der da passt auch nicht hier hin. Wegen dieses Pieksers hier. So? Nee, ist kein guter Plan. Ist kein guter Plan, weil dieses hier nicht abgedeckt wird. Tja. Oh, warte mal. Wenn ich den doch hier hinsetze. Ach nee, das geht nicht. Ja, stimmt. Wegen dieser Spitze hier. Okay, so. Schwierig. Bringt uns nicht weiter, ne? Ich denke schon, dass der hier hinkommen könnte, obwohl dann haben wir hier keinen Übergang. Okay. Der könnte da hinkommen.
Ja, aber damit versauen wir es uns mit. Nee, warte mal. Nee, damit versauen wir es dann. Nee, hier stimmt noch was nicht. Es ist schon ganz gut so, aber nee. Ist noch nicht fertig. Da ist es. Ja. Oh mein. Okay, das hat. Das hat jetzt doch eine ganze Weile gebraucht. Meine Güte. Okay, das war knifflig. Meine Güte. Hebel. Ja. Hebel. Hier für die Tür. So. Was nun? Oh, mal sehen, was da ist. Im Büro. Ja. Oh, hi. Oder ist er. Explorer, we must get out of here quickly. The cube is draining our life forces. Au. Okay, das ist nicht gut. Ja. We need to free ourselves and the demigods. I know a way out. We must. Oh nein, nicht jetzt. Erzähl. Finde Kaiser Wilhelm. Ich werde das Leben des Kaisers retten. Ja, lasse. Das war zu schnell. Okay, jo. Ich muss den Kaiser retten. Wie mache ich das? Indem ich ihn. Weiß ich nicht. Irgendwas. So, aber erstmal. Da drüben ist ein. Ja, Medaillon. Ja, welches war's denn? Nein, das war's nicht. Pegasus haben wir schon gesehen. Basilisk haben wir gesehen. Schlangenmenschen. Geflügelter Löwe, haben wir den schon gesehen? Was? Ein Geflügel. Den haben wir noch nicht gesehen. Ein geflügelter Löwe mit einem menschenähnlichen Kopf, der für seine Weisheit und Hilfsbereitschaft bekannt ist. Echt? Mit einem menschlichen Kopf? Okay. Wo? Naja. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. So, hier. Da haben wir erstmal sowas. Und das ist nichts. Das ist auch nichts. Ein Siegelring gehört hierher. Und hier steckt etwas drin. Das kann ich bestimmt mit der Pinzette rausfummeln. Jo. Läuft. Okay. Unvollständiges Emblem. Warum ist das unvollständig? Ich glaube, das ist der Kiste völlig egal, ehrlich gesagt. Naja, gut. Da drüben haben wir auch noch einen. Irgendwas mit Drehen. Ich werde keine Zeit verschwenden, damit den Code zu erraten. Puh, na gut. Oh, lag hier eigentlich noch Zeug rum? Nein, tat es nicht. Okay, was ist denn hier drüben? Da liegt Zeug rum. Können wir shoppen? Mit einem irgendwie nicht so richtig, ne? Zwei ist Minimum. Zwei ist Minimum. Okay, alles klar. So, hier braucht es einen Specht. Er wird sich nicht bewegen, bis er aufgedreht wurde. Gut, und hier... Oh, warte mal, kommen wir damit an die Gabel dran? Jo, das geht. Cool. Okay, meins und meins. Und da sagst du, können wir den jetzt vervollständigen? Sehr gut. Ist ja nicht schön. Ja. Na gut, also, einen Aufziehschlüssel, meinetwegen. Ich bin gleich wieder da, halt durch. Gut, zurück. So, wo war das mit dem... Nee, da. Hier. Ein Pin und ein Blatt Papier. Yes. Sind wir noch nicht ganz fertig, ne? Es wird der Hermesstab, aber ist noch nicht ganz fertig. Da gehört er rein. Ah, Blatt Papier, wo war's? Hier, Blatt Papier und Bleistift. Das hätte ich mir nie im Leben merken können. Never, ever, ever. Okay, da oben ist nichts mehr. Okay, so. Wir haben erst 2 von 3 von diesen Dingern. Hier fehlt noch das Teil. Ja. Aber wo gehört denn die Kombination wohl hin? Ist das die Kombination? Es ist die Kombination. Wieso ist das die Kombination? Wähle die Pfeile aus, um das Rad nach links oder rechts zu drehen. Drücke den Zeiger. Wenn das mit der nächsten Nummer verbundene Tier in numerischer Reihenfolge angezeigt wird. Was? Wähle die Pfeile aus, um das Rad nach links und rechts zu drehen. Drücke den Zeiger. In numerischer Reihenfolge angezeigt wird. Also eins müssen wir mit dem... So. Eins. Ist das jetzt richtig? Hä? Eins.
Gut, 2 ist der hier. Okay. 3 ist Persus. 4 ist, wie nennt man ihn denn eigentlich? Adler. So. Und 5 ist der Drache. Warte, wo ist der Drache? Dieser Drache, ne? Okay, gut. War einfacher als gedacht. Okay. Da ist ja der Siegelring. Na denn. Nehme ich alles mit. Den habe ich gesehen. Dolch, ja. Nee, das war nicht hier. Nee, das war unten, ne? Hier, glaube ich. Ja. Okay, eine ganze Menge Zeug. Cool. Ah, das sind unsere 4 Wächter. Das stimmt. Woher hast du das gewusst? So. Da ist ja die fette Kohle. Na, warte. So, mit 4 kann man schon mal ein bisschen mehr kaufen. 4 Federn, 2, 4. Okay. Also Bücher oder das Drachenei? Bücher. Wir machen uns erstmal schlau, ne? Jawohl. Gut. So, außerdem nehme ich das noch mit und das noch mit. Und wir kommen hier dran. Sehr gut. Jawohl. Mundschutz und Aufziehlibelle. Oh, warte mal. Aufziehlibelle hierfür? Nee, dafür war das nicht. Okay. Mundschutz weiß ich auch noch nicht. Warte mal, brauchst du den Mundschutz wohl kaum, ne? Nee, für dich müssen wir irgendwas aus dem Medizinschränkchen holen. Hier. Okay, meins und meins. Was ist das? Warte, Ammoniak. Und eine Münze, sehr gut. Hier sind wir durch. Gut. Okay. Na gut, also Ammoniak. Fump. Er ist doch schon wach. Thank you. I found the cube creator's notes. It was a prisoner of his own invention. He learned how to escape, but it was too late to save himself. Oh nein, oh je. The cube will break if we destroy its protective field. Please find it. I must rest. Here. I pray it helps. Okay, danke. Vielleicht kommst du besser mit nach unten, um in der Nähe zu sein, wenn wir Aufziehschlüssel. Ich muss die Barriere durchbrechen. Ja, vielleicht kommt er besser mit nach unten. Nicht, dass er hier irgendwie gefangen bleibt. Okay. Und? Was ist das? Ein Zerstörungszepter. Darunter machen wir es nicht mehr, ne? So, okay. Aber lass mich jetzt mal gucken. Wir brechen ja hier aus. Magische Würfel, schon klar. Büro. Haben wir nichts weiter. Und hier ist auch nichts weiter. Okay. Na denn. Zerstörung. Ding. Wow. Mann, gut, dass das Ding hier drin rumgelegen hat, ne? Und jetzt? Hallo, ich bin wieder da. That's impossible. No matter. I have the Tear of Life, so the demigod's forces are useless. Naja. There's one sure way to get rid of you. Mortalis, I summon you. Come forth and take their souls to your vile kingdom. Nein, nicht der Typ schon wieder. Did you think I would forget that you could avoid my wrath? I shall destroy all you cherish, and when I'm done, I'll rule this place. I'll deal with Mortalis. Now go, find Hamel, the keeper of the greenery. He can help you stop Lancer. Wow. Epische Schlacht. Whoa. Mortalis, you seek revenge against the demigods. So what are you waiting for? Ja, er lockt ihn weg. Guter Plan. Oje. Okay, lasse alle Würfelgefangenen frei. Ich werde Lancer stoppen, finde Hamul. Okay, ich werde Lancer stoppen, was immer es auch kostet. Hier haben wir erstmal einen Beweg dich nicht. Ja. So, na, guck mal. Wenn ich nur wüsste, wer das war. Der Töpfer war es. Das Meisterstück des Töfters.
Oh Mann, ich sollte echt aufhören vorzulesen. Das Meisterstück des Töpfers, ein Pionier der Keramikkunst, ist ein von der Kaiserin in Auftrag gegebenes 900-teiliges Essgeschirr, um Himmels Willen. Handbemalte Landschaften aus dem Tarkönigreich zieren alle Teile dieser unschätzbaren Kollektion. 900 Teile! Oh Mann, ey. Wie viel hat man üblicherweise? Keramik, also das werden nicht Messer, Gabel sein oder so, sondern halt eben Teller, Suppenschüssel, Tassen. 900 Teile. Okay, wenn du eine Suppenschüssel hast, einen Salatteller und einen für den Hauptgang, dann hast du vielleicht noch ein Schüsselchen für zum Händewaschen, ein Schüsselchen für den Nachtisch. Dahinter gibt es vielleicht Kaffee. Das besteht aus einer Tasse, einer Untertasse. Jetzt bin ich bei 7. Für wie viele Personen denn? Meine Güte. Auch hier, warte mal, hier brauche ich den Mundschutz. Das ist besser. Okay. Meins, meins. Gut, alles klar. Symbol des Todes und ein Schleifstein. Okay, alles klar. Gut, hier machen wir auch gleich weiter. Ich müsste nur mal eben Dinge tun, die euch nichts angehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut.